unser Projekt heißt Omnistier. Also in unserem Projekt bearbeiten wir mit anderen Projektpartnern gemeinsam ein neuartiges Fahrwerk mit individuell angetriebenen und lenkbaren Rädern. Und die Besonderheit des Fahrwerkskonzepts liegt daran, dass jedes einzelne Rad kann bis zu 90 Grad so in beiden Richtungen gelenkt werden. Also in dem Projekt so werden wir auch ein verkleinert, aber funktionales, sicherer Demonstratorfahrzeug aufbauen, um die neuartige Fahrmanöver darzustellen. Also wir haben auch in unserem Projekt aktiv die Familienprodukte von Karmic eingesetzt. Am Anfang des Projekts, wir wollen auch ein paar neuartige Fahrmanöver definieren. Also wir haben auch Karmic benutzt, um die neuartige Fahrmanöver zu überprüfen, ob die Fahrmanöver überhaupt abfahrbar sind. Und zum anderen haben wir auch ein Fahrzeugmodell mit dem neuartigen Fahrwerks in dem Karmic und mit Hilfe von Karmic und MATLAB gestellt. Und mit diesem Fahrzeugmodell haben wir auch durch so Simulation haben wir auch Moment und Kräfte von dem Fahrzeug bekommen, um die Konstruktion des Demonstratorfahrzeugs unterstützt. Auch zum anderen haben wir auch dieses Fahrzeugmodell als Referenzmodell für verschiedene Algorithmus getestet. Also jetzt befindet sich unser Projekt in der Endphase. Also wir haben schon, also wir bauen gerade unser Demonstratorfahrzeug am Campus Ost in Karlsruhe. Und ich denke, in den nächsten ein paar Wochen werden wir das Fahrzeug fertig aufbauen und ins Betrieb nehmen. Und dabei werden wir auch viele Algorithmen, die schon in der Simulationsumgebung überprüft haben, in dem Demonstratorfahrzeug einsetzen und gucken, ob wirklich die Funktion realisiert werden kann oder nicht. Also in der Zukunft werden wir auch dieses Demonstratorfahrzeug zu anderen Forschungsfragen einsetzen. Also natürlich, wir werden auch Karmic weiter als unser Simulationsmodell verwenden, um weitere Fragen zu forschen.